Hallo zum neuen Video bei Tagesausflug in Griechenland. Mit diesem Video werde ich eine kleine Serie starten, in der ich euch ein paar schöne, lohnende Strände vorstellen möchte, direkt am Ionischen Meer. Anfangen werde ich mit dem Strand Arelas Beach in Perdika. Die GPS-Koordinaten findet ihr wie immer auf meiner Homepage. Er ist ungefähr 40 Kilometer von Igoumenitsa entfernt. Die Anfahrt ist sehr gut und einfach. Die Straße ist bis zum Strand runter sehr gut ausgebaut und komplett asphaltiert und auch breit. Man könnte auch rein theoretisch, wenn man das möchte, mit einem Camper da ohne Probleme runterfahren bis an den Strand. Der Sand ist wunderschön fein und es gibt keine Steine an diesem Strand. Selbst im Wasser so gut wie nichts. Sehr viele Strände bzw. die meisten an der Ionischen Küste sind ja bekanntermaßen Kieselstrände, was nicht untypisch ist für diese Region. Das Wasser ist absolut sauber und sehr klar. Was untypisch ist und was mich überrascht hat, ist die Tatsache, dass das Meer dort sehr warm war. Normalerweise ist das Ionische Meer bekannt für seine, sagen wir mal, gute, abkühlende angenehme Wassertemperaturen. Liegt wohl daran, dass es dort sehr flach ist und sehr langsam tiefer wird. Um es gleich auch vorwegzunehmen, dieser Strand ist ideal für Familien mit kleinen Kindern. Das Wasser ist am Anfang kniehoch und das ungefähr 30 Meter. Danach ist es leicht abfallend. Wenn da das Kind ein paar Meter ins Meer geht, muss man sich keine wirklichen Sorgen machen. Natürlich, Sorgen muss man sich immer ein bisschen machen, es ist ja Meer, klar. Aber man kann da die Sache schon etwas alles ein bisschen entspannter mit den Kindern angehen. Der Strand an sich ist quasi unterteilt. Die eine Hälfte ist frei, um seine eigenen Sachen wie Liege, Sonnenschirm etc. aufzubauen. Es gibt so viel Platz da, dass man das Gefühl bekommen kann, den Strand alleine zu haben. Und die andere Strandhälfte ist komplettes Gegenteil, voll kommerzialisiert. Es gibt da aufgebaute Strandliegen und Sonnenschirme, die man mieten kann. Es sind insgesamt drei Anbieter für Strandliegen dort, aber der Reihe nach. Der erste Anbieter dort, vielleicht für 10 Euro das Set, das wären zwei Liegen und Sonnenschirme, wie man es von überall her kennt. Der zweite verleiht das Set für 12 Euro und der dritte verleiht das Set für 8 Euro. So, aber genau das, was man zu bezahlen gewillt ist, genau das bekommt man auch dort. Ich fand, die Liegen für 8 Euro waren schon eine, oder sagen wir mal, sie hatten die besseren Zeiten schon hinter sich. Es gibt auch einen Kinderspielwasserpark, den Kinder unter 12 Jahren nur in Begleitung der Eltern benutzen dürfen. Es gibt zwei öffentliche Toiletten am Strand, die beide sehr sauber und in tadellosem Zustand waren, wie auch die öffentlichen Duschen am Strand. Es sind zwei. Eine Toilette und Umkleidekabine befindet sich direkt an der Strandbar, die auch die einzige Location dort ist. Etwas weiter oben gibt es auch noch eine schöne Taverne. Beide lokale Einrichtungen haben das typisch Griechische auf der Karte. Zu meiner Überraschung allerdings mit sehr moderaten Preisen und die Portionen waren doch schon sehr üppig. Wer Fan von Booten ist, kommt natürlich auch nicht zu kurz. Wie an jedem anderen Strand auch, kann man hier so ein Boot oder ein Tretboot mieten. Auch da muss ich sagen, dass der Preis wie auch am Wasserpark absolut im normalen Bereich liegt. Wer eine etwas größere Runde mit dem Boot fahren will, um an der Küste etwas rumzuschippern, kann auch das mieten. Am Rand des Strandes gibt es so eine Art kleiner Hafen und da werden Sportboote und kleine Segler vermietet. An diesem Hafen ist übrigens auch eine Haltestelle für das Schnellboot-Shuttle rüber zur Insel Korfu, die man auch vom Strand sehr gut sehen und erkennen kann. Alles in allem ein schöner Strand, wo man mit gutem Gewissen sagen kann, wenn man hinfährt, war es kein verschwendeter Tagesausflug in Griechenland. So, das war mein erstes Video in der Badestrandreihe im Ionischen Meer. Ich hoffe, es war für euch interessant
und ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, wenn mal die Entscheidung ansteht, wo könnten wir hinfahren, wenn man in dieser Gegend ist. Vielen Dank für das Zuschauen, passt auf euch auf und vor allem natürlich bleibt gesund. Liebe Grüße, euer Costa, macht's gut.